Aufgrund finanzieller Verpflichtungen wird es mit Sicherheit ein kostenaufwendiges Verfahren werden. Die allerwichtigste Frage ist aber, was mit den Rechten der betroffenen Menschen passieren wird, die in England und in Europa leben. Die Anspannungen in Großbritannien steigen. Der österreichische Bundeskanzler warnte, dass ein Ausstieg aus der Europäischen Union England rund 60 Milliarden Euro kosten wird. In einem von Bloomberg am Donnerstag veröffentlichten Interview legte Christian Kern die Karten auf den Tisch und veröffentlichte die Rechnung, die England im Falle eines Brexit bezahlen wird. Die britischen Gesetzgeber von Theresa May finden, dass man anspruchsvolle Beweise benötige, bevor man diese Summe auszahlen werde. Für das Aussteigen aus einem Club muss man eben bezahlen. Dieses Verfahren wird mit Sicherheit sehr kostenaufwendig werden. Ian Duncan-Smith, der ehemalige britische Kabinettsminister, reagierte auf die Kommentare des österreichischen Kanzlers mit folgenden Worten. Dies ist ein Unsinn, der von den EU-Beamten, die sich wie Kinder verhalten, beschworen wurde. Alleine die Tatsache, dass der österreichische Kanzler sich darauf bezieht, ist absurd. Für Großbritannien soll es kein freies Mittagessen geben. Wir haben in den EU-Haushalt über die Jahre so viel investiert, dass wir dieses verdammte Restaurant gekauft haben. Jean-Claude Juncker, der Chef der Europäischen Kommission, warnte vor der kräftigen Rechnung, die das Vereinigte Königreich voraussichtlich in dieser Woche bezahlen wird, und sagte, dass dieser Ausstieg nicht kostenlos sein wird. Les Britanniques sont tenus de respecter les engagements à la confection desquels ils ont pris la part et donc la facture sera, pour le dire un peu vulgairement. Nun unterstützen auch Berlin und Rom den Plan der Europäischen Kommission. Es sollen keine Handelsgespräche mit dem Vereinigten Königreich beginnen, solange die 60 Milliarden Euro Rechnung und die entsprechenden Bürgerrechte ausstehen. Die Position, die Berlin eingenommen hat, kam für das Vereinigte Königreich überraschend, da England sich auf Deutschland verlassen wollte, was die Verhandlungen mit der Europäischen Kommission angeht. Frau Merkel will das Vereinigte Königreich nicht bestrafen. Um die EU zusammenzuhalten, ist es für die Europäische Union einfach unerlässlich, dass die Verhandlungen maximal hart sind, damit andere Mitgliedstaaten von ähnlichen Ideen abgehalten werden. Vor dem Hintergrund der Pläne von Frau May, den Artikel 50 bis Ende März zu aktivieren und der Tatsache, dass die Europäische Union bereits benachrichtigt wurde, dass das Parlament versuchen wird, diese Rechnung einzuziehen, kann man davon ausgehen, dass sich diese Geschichte noch einige Male wenden wird. Bleiben Sie dran, wenn Sie auf dem Laufenden bleiben möchten. Bis bald.